sich halt ein bisschen an. Mayek, worum geht es hier? Du hast Massaker provoziert. Viele unschuldige Dörfler starben. Ich habe die Grausamkeit der Römer bloßgestellt. Diese Märtyrer haben unzählige inspiriert, den Kampf fortzusetzen. Märtyrer? Was ist schon das Leben einiger im Licht der Freiheit für alle? Das Leben einiger? Sie hatten aber niemals eine Wahl! Ayek, sei nicht albern. Wir kämpfen auf derselben Seite. Nein. Hier kämpfen wir nur. So sei es. Okay. Bosskampf. Ich glaube, das wird jetzt. Du bist der ultimative Märtyrer. Mein Schild wird deine Hiebe abwürfen. Ich habe die Oberhand. Ja, schön. Alter, okay, das ist ein bisschen tricky, besonders weil er mich beim ersten Mal runtergeschmissen hat, der Arsch. Was soll das? Du bist der ultimative Märtyrer. Das ist gut, Verborgener, aber mein Schild ist der stärkste im Sinai. Scheiße! Nein! Ach komm! Das war jetzt unfair! Ich war doch gar nicht mehr auf den fokussiert. Dieser Kampf ist a pain in the head. In my ass. Du bist der ultimative Märtyrer. Kannst mir nichts anhaben! Alter, wieso? Wieso schafft er das jedes Mal, mich runterzuschmeißen? Ich habe die Oberhand.
Was? Du willst mich doch verarschen, Junge! Ah, krieg ich das Kotzen von so einem Gegner? Du kannst mir nichts anhaben! Du bist der ultimative Märtyrer! Du bist der ultimative Märtyrer. Kannst mir nichts anhaben. Das war jetzt nicht mehr. Aber das brennt ja auch sofort mit einem Schlag, ne? Also. Konzentration schaffen. Auch in dem Schwierigkeitsgrad schaffe ich das noch. Aber was für. Fürchte dich, du kämpfst gut, Verborgener. Aber mein Schild ist der stärkste im Sinai. Du bist der ultimative Märtyrer. Oh nein! Ach komm, das ist so scheiße mit diesem Runterfall. Yeah!
Bist du ein Fatal für die Sache? Kannst du nichts anderes? Oh, Mist! Meine Beine! Meine Anklagen werden zu Asche! Ich warte jetzt, bis meine Leiste wieder voll ist. Das wird aber schon ein bisschen. Es gibt Freiheit und es gibt das Leben Unschuldiger. Beides muss in der Waage sein. Jetzt ist es mein Herz, das auf Anubis Waage liegen wird. Dein Herz schlägt zu stark für die Sache. Die Unschuldigen müssen immer beschützt werden. Mein Eifer hat mich wie die Sonne geblendet. Du hast recht gehandelt. Ich akzeptiere diesen Tod. Von heute an wird kein Verborgener mehr Unschuldigen Leid zufügen. So soll es geschrieben stehen. Mögest du Frieden finden in der Duat. Und mögen die Verborgenen überdauern bis zum Ende der Zeit. Der größte Anführer, Gamilad, ist nun tot. Doch seine Geschichte lebt in den Kriegern des Sinai. Er konnte Millionen Tyrannen töten mit einem Hauch. Der göttliche Pfeil, der große Gamilad, lebt nicht mehr. Sollen wir sie träumen lassen? Sollen sie ihre Helden behalten? Jetzt sind die Verborgenen vergessen. Das ist zu unserem Vorteil. Gamilads Tod dient einem guten Zweck. Keine sinnlosen Märtyrer mehr. Hey. Taten wir recht.
Unsere Lehren müssen jenen vermittelt werden, die unseren Eid schwören. Denn sie wollen nach einem Credo leben. Die Verborgenen ziehen weiter nach Petra und nach Judäa. Und auf ewig. Das Credo muss alle überleben. Niemand darf größer sein als die Gruppe. Wenn ich nach Rom komme, werde ich nicht von Helden reden. Ich rede von Disziplin und Beharrlichkeit. Amunet ist Mentorin dieser Bruderschaft. Unser Wille wird nie ruhen. Und unsere Klingen werden nie müde. Nice, also so fangen die so fängt das Credo an. Man hat auch gemerkt, Unschuldige werden jetzt nicht mehr getötet. Also da legen sie jetzt großen Wert drauf, deswegen desynchronisiert man auch. Obwohl hier desynchronisiert man, glaube ich, auch, wenn man. Alter, sieht das geil aus. Alter, sieht das geil aus. Und ich kann keinen Screenshot machen, aber. Ich will davon ein Foto machen. Das wird ja doch. Naja, ich starte auch auf jeden Fall gleich noch das zweite DLC. Aber erstmal, lass mich hier von ein Foto machen.